30 Folgen. 24 Angler. Vier Gruppen. Was für ein Fight. Drei Zielfische. Ein unglaublicher Zuschauerpreis und ein Pokal. Der YouTube Predator Cup 2021 wird präsentiert von Finnwal, LMAB und Hecht und Barsch.de. Hallo liebe YPC-Zuschauer und herzlich willkommen zur 8. Folge und damit zur Entscheidung in der Gruppe B. Die Situation sieht aktuell folgendermaßen aus. Savin Legendre stürmte mit 3 Fischen innerhalb von 30 Minuten vom letzten auf den ersten Platz, holte sich die Full Card und anschließend sogar noch 20 Punkte mit einem Topwater-Rapfen. Trotzdem kann er sich nicht zu sicher sein, denn sein Punktestand ist absolut schlagbar und seine Konkurrenz hat mitunter deutlich bessere Fischgrößen. Sylvain wiederum hat 1,5 Stunden später angefangen als der Rest, was ihm natürlich noch zum Vorteil werden könnte. Marc Patschowski liegt momentan auf Platz 2. Doch jedermaßige Barsch würde ihn an Sylvain vorbeiziehen lassen, genauso wie Dirk jedermaßige Hecht aktuell für Platz 1 reichen würde. Hendry hat ebenfalls noch keinen Hecht und bräuchte momentan nur einen 62er für die Tabellenführung. Adrian auf Platz 5 und Simon auf Platz 6 haben erst 4 Fische, brauchen beide noch einen Barsch, doch ihre Fischgrößen sind sehr ordentlich, sodass auch sie noch sehr realistische Karten auf die nächste Runde haben. Dirk, als Tabellenführer in den Tag gestartet, ist mittlerweile auf den 3. Platz abgerutscht und sucht nach wie vor verzweifelt nach einem Hecht. Oh, kein Nachläufer, nix, ne? Keine Nachläufer. Der Hecht, der will einfach nicht. Das ist heute echt mein absoluter Feind, wenn man es so nennen will. Gestern ja auch schon, heute geht's weiter. Gerade weiß ich nicht so ganz, was ich machen soll. Also ich werde jetzt ganz am Anfang noch mal ein paar Würfe machen. Wir laufen jetzt zurück und dann muss ich halt umsetzen. Dann müssen wir zumindest in die Region, wo ich auch eigentlich noch vorhatte, auf Zander und auf Barsch zu angeln und dann noch irgendein Gewässer aufsuchen. Ich habe da eins im Kopf. Weiter geht's. Das ist schon wieder ein Barsch. Hopp. Borsch. Der ist nichts für die Wertung. Hechte brauchen immer ein bisschen. Legen sich erstmal hin und dann drehen sie sich, dann sind sie weg.
So, und ich bin jetzt auch weg. Und zwar weg vom Hechtangeln. Junge, Junge, Junge. Ich habe den Spinner ja draufgelassen, ich habe den dann irgendwie vertraut, weil er halt langsam lief. Und habe dann aber gleichzeitig auch die ganze Zeit bei den letzten 5, 6 Würfen gedacht, kriegst du darauf jetzt den Biss? Du hast in deinem Leben schon so viele Hechte auf Spinner verloren. Und dann kam er jetzt gerade deswegen, ich habe also im gesamten Drill ging mir der Allerwerteste auf Grundeis die ganze Zeit, dass ich diesen blöden Fisch verliere. Für den ich jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden gebraucht habe. Aber weiter geht's. Ich hoffe, das, was jetzt kommt, geht schneller und besser. Spinner geht immer. In seiner Verzweiflung greift Dirk auf einen echten Oldschool-Köder zurück, mit dem wahrscheinlich die meisten von uns schon Fische gefangen haben. Nach einem nervenaufreibenden Drill kann er den 79er Hecht erfolgreich landen und holt sich mit starken 453,3 Punkten die Tabellenführung zurück. Die zweite Tageshälfte des letzten Angeltages der Gruppe B verspricht brutal spannend zu werden. Okay, game plan. Catch a pike. That seems pretty easy, but that isn't. I still have around a half a day fishing left, so that's good. But we have to catch him first. And will be hard, I think. Fishing here with a cheddar bait. I combined it with a little BS shed. And cheddar bait gives a lot of vibration. You can fish it nice shallow because there's almost no water in this area. And I choose a little bit natural color because the water is pretty clear. Let's see if it will work out. So we've just arrived on the second spot for me today. It's a big industrial area with harbors and a bit clearer water. It's connected to the river. Some boats, some piles, rocky bottom here. In the pre-fishing we got some good perch here. Let's see if they are still here. Oh! Bite. Another bite. Come on. Fish are here. Oh, come on. They are there, that's for sure. Look at that. That's not what we want. They just grabbed the tail. But we found some fish, that's for sure. Pure Erleichterung, pure Erleichterung. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so über einen Hecht gefreut. Ich habe jetzt wirklich stundenlang geworfen für diesen einen einzigen Hecht. Jetzt bin ich natürlich auch richtig froh, dass der noch einigermaßen eine Größe hat. Wenn ich ehrlich bin, Ziel war eigentlich, einen Hecht an die 90 zu fangen heute. Ja, und jetzt gerade wirklich auf dem Weg zum Auto. Ich hätte wahrscheinlich maximal noch 5 Würfe gemacht. Da ist der Hecht eingestiegen, den ich jetzt habe. Und jetzt geht's los. Und ich werde versuchen, meine Barsche zu verbessern, dass ich zumindest noch 41 plus Barsch irgendwie in die Wertung bekomme. Und dann, wenn es die Zeit zulässt, den 51er Zander, damit bin ich halt auch noch nicht ganz so wirklich zufrieden, dass ich den vielleicht noch mal um den einen oder anderen Zentimeter verbessere. Aber ich bin jetzt erstmal glücklich, dass ich die Wertung voll habe. Und alles, was jetzt kommt, ist Zubrot. Drückt mir weiterhin die Daumen, bitte. I am struggling, I can be honest. I casted all morning today, trying to find a perch or a pike or whatsoever. I got my bites, but I lost them. I missed them. I've got about 4 hours left in this episode to find one perch and with that, yeah, complete all the species and work from there. So thumbs up for me, try to find one. Let's go. Yeah, fish! Fish! That must be a perch. Must be a perch. Yeah! Come here, come here! Yes! Oh! Got it! Yes! Oof. You don't want to know how happy I am with this perch.
Oh man, that took a while to catch. Voila, not a big one, but very, very valuable points for me. She took my 8 cm Berkeley Sick flanker with a 10 g tungsten jigget, fishing it quite fast. Beautiful fish, awesome colors, some black spots, black marks. Quite commonly you see that on the perch in here. Well, let's see how long she is. This one is 32. Was für eine Erleichterung bei Simon. Endlich hat er seinen Barsch gefangen, der ihm mit 32 cm immerhin 64 Punkte einbringt und ihm die Chance auf das Weiterkommen wieder deutlich erhöht. Denn nach Dirk und Sylvain ist er der dritte Angler, der zumindest schon mal alle drei Fischarten gefangen hat. Marc, mittlerweile auf Platz 3, ist nach wie vor auf der Suche nach einem Barsch. Hier steht ein schöner Kirschbaum. Wir sind ein bisschen früh im Jahr, um hier Kirschen zu pflücken. Wir gehen jetzt aber da runter, um die Kirschen zu pflücken. Let's go. Ab die Fähre kommt. Ich hab doch gedacht, wir gehen Kirschen pflücken. Die Leute hier an der Fähre haben sich immer auch gedacht, was ist mit dem verkehrt? Der schreit hier rum wegen dem Fisch. Gerade ziehen das Ganze. 47. Alter. 47er Barsch. Ey, ich hab geschwitzt auf dem Derraku direkt vorne an der Steinpackung. Wow! Der Barschprofi kann es doch noch. Nach diversen Spotwechseln und etlichen Würfen mit den unterschiedlichsten Ködern findet ein wunderschöner und enorm wichtiger Barsch endlich den Weg in Marks Kescher. 47 cm, ein echter Traumfisch, der Mark natürlich extrem weiterhilft. Mit nun 472,3 Punkten zieht er an Sylvain und Dirk vorbei und hat nun natürlich sehr gute Karten, weiterzukommen. Ui, er will schon wieder los. Oh, da ist er schon. Ja, ja. Oh Mann, hoffentlich reicht das für die Top 3. Aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Wir versuchen uns noch reinzuholen. Geil! Nochmal ein Köder hängt hier noch im Netz. Da hängt echt ganz knapp. Da vorne ist eine Steinpackung. Die Fähre kam, ich musste da weg. Ich habe ihn hart gedrillt. Aber musste ich. Und ja, was auch sonst, ne? Der Derraku hat es wieder gerichtet. Ey, eine richtige Befreiung gerade. Ich habe zwar immer noch einen kleineren Sander mit 49 und den 61er Hecht mit der niedrigsten Punktzahl, den ich verbessern kann. Aber jetzt bin ich erstmal. Oh ja, ich habe meinen Barsch gefangen, hey, was eine Kirsche. Ich habe ja gedacht, wir gehen Kirschen pflücken. Und ich habe noch ein bisschen Zeit, versuchen uns vielleicht noch ein Upgrade zu holen irgendwie. Wir sind zwar nicht besonders grenznah, aber falls mich in Deutschland ein paar Schreien gehört haben, tut mir leid, aber der musste raus. Power Finesse, das war gerade Programm. Finesse aufgeregt, Power in der Route, um die Barsche rauszukriegen. Yes! Also die Wolken gefallen mir jetzt für Zander, ne? Ist nicht so verkehrt. Ist richtig Druck drauf. Das wird schwierig. Unglaublich, aber es ist jetzt tatsächlich so spät schon im Turnier und ich habe zum ersten Mal meine absolute Lieblingsroute, die ich eigentlich unentwegt durchfische. Das ist halt die Innovation 902H. 2,75 Meter, ein Wurfgewicht von 8 bis 32 Gramm. Ich fische sie so mit Jigköpfen bis ca. 20 Gramm. Optimalbereich liegt so bei 7, 8 Gramm Jigkopf plus kleinen Trailer bis 17, 18 Gramm.
Ich fische die halt bis 20, ist auch überhaupt gar kein Problem. Ich habe sie auch schon mit 25 gefischt. Geht natürlich jetzt nicht über den ganzen Tag, dann wird es irgendwann anstrengend. Das ist eine Rute, ultra leicht. Ich weiß nicht, ich glaube 125 Gramm oder so wiegt sie. Es ist eine etwas parabolische Aktion im vorderen Drittel, was man hier vielleicht sieht. Man würde jetzt denken, ah, zum Zanderangeln ist diese nicht zu weich. Nein, die ist nicht zu weich, die ist optimal und gerade vor allem für die Buhnenangler. Wenn die bis nämlich kurz vor der Steinpackung kommen und meistens dann ziemlich weit unter der Oberfläche, dann ist es so, dass die Zander ja meistens richtig viel Wasserfläche, Wassersäule unter sich haben und sofort nach dem Biss runterschießen. Gerade an diesen Bissen, die man bekommt, so in der Dämmerung oder so an den Steinpackungen. Und die Zander verliert man nämlich ganz häufig mit harten Ruten. Und dadurch, dass sie die Rute dann halt noch absorbiert, hat man die Zander dann meistens auch dran und verliert sie nicht. So, I've caught my perch, finally, after a couple of hours of searching. So that box is checked. We've searched the same area, a couple of casts. I think I spent half an hour, maybe 45 minutes there, but found nothing. So I've got one fish left missing on my list. And he's gonna try to find a pike. First couple of casts here, and I already had a fish following. So I switched my lure to a Vibe, Sick Vibe, where I already caught quite some Zander on. While Zander fishing, this is the biggest one, 15 centimeter. Rigged with a light head, what's that, 7 gram or something. See if this one will eat it. Oh, we change for a stick bait. So we change to a Striking Sexy Dog Junior, which is a very nice stick bait, compact. So let's see if the perch want it. It's more subtle action than a popper, so it doesn't make any splash. It's much more discreet. And when the perch doesn't want to come up on a popper, sometimes something like that just work better. They cut the grass here, I think a few days ago. So that makes fishing a little bit harder because there's a lot of grass in the water and you have constantly some vegetation in your line. That was a pike. I just missed one. So at least some activity here. He got my lure in front of my feet, but I was not able to set the hook. Let's try something different. I started with a cheddar bait, this one here. I got one bite, the tail is gone. But now I switch to a crankbait and we'll try that for a while. Mit der offiziellen YPC Measure Mat misst du deine Fische nicht nur wie die Angler im YouTube Predator Cup, du kannst sogar gegen sie antreten. Denn wer in der YPC Record Challenge die Turnierrekorde der Profis schlägt, kann wertvolle und exklusive Preise gewinnen. Mehr Infos zum Wettbewerb findest du unten per Link in der Videobeschreibung. Der neue LMAB Rodguard ist ein super einfaches, aber außerordentlich effektives Tool, um deine Ruten sicher, schnell und ordentlich zu verstauen. Darüber hinaus schützt er deinen Rutenblank und deine Schnur vor Beschädigungen, die bis zum Rutenbruch oder Abriss führen können. Erhältlich in vielen verschiedenen Ausführungen kannst du sowohl deine einteiligen als auch deine zweiteilig unmontierten Ruten in den langen oder kurzen Versionen als Casting und als Spinning super easy verstauen und schützt deinen Blank und deine Schnur. Viel Spaß damit und Petri Heil. Das hängt mir meine Fische weg. Ja, irgendwie trifft man sich doch immer wieder, ne? Ach, voll witzig. Ich habe die ganze Zeit schon mal damit gerechnet, dass man irgendwann sie wenigstens mal einen trifft. So, wir haben jetzt einen Spotwechsel gemacht.
Nachdem ich jetzt den Barsch gefangen habe. Und wer steht da unten? Der Dirk. Und man trifft dann doch immer wieder ein paar Angler. Naja, schauen wir mal, ob ich einen Fisch fangen sehe. Vielleicht hat er auch schon was gefangen. Vielleicht fange ich schon noch was. Wir werden es gleich wissen. Wenn Marc jetzt hier ist, also kann der Spot nicht ganz so schlecht sein. Aber ich weiß ja auch nicht, was er vorhat, hier zu fangen. Na ihr! Ich will nur mal kurz Hallo sagen, keine Angst. Hallihallo. Hallihallo. Oh, kannst du grinsen oder wie sieht's aus? Nee, nicht wirklich. Echt? Nee. Schwierig, gell, heute? Total. Aber jetzt wirklich, ne? Nee, jetzt, also ja. Ist wirklich schwierig. Ich will mir auch die Zähne am Ausbeißen. Ist wirklich schwierig. Hm. Interessant. Interessant. Ja, ja. Die gehen zusammen. Oder auf Barsch da, ne? Die beiden Führenden in der Tabelle zeigen beide ihr Pokerface, doch der erfahrene Turnierangler Marc lässt sich so leicht nicht auf den Arm nehmen. Also ich vermute, wenn der Dirk hier an der Fähre steht, dass er hier mehr so ein, also es sind auch Hechte, aber was er wirft sehr kleine Sachen. Ich vermute, er hat sein Hecht schon gefangen. Dann hat er auch gute Punkte, weil dann hat er die Karte voll und wird jetzt versuchen abzugraden oder hat das vielleicht sogar schon. Also Dirk hatte ich ja von Anfang an auf dem Zettel, habe ich im Interview auch gesagt. Mal schauen, wie es am Ende ausgeht. Ein bisschen Zeit bleibt uns alle noch. Here. Or is that a pike? I'm not sure. Looks like a pike. Yeah, it's a pike. Turning. Come on. No. Still here. Oh, now he saw me. Whew. That was a 70 plus. We find many fish today, but bites are difficult. Fish! Ooh, big perch. Ooh, big perch. Oh, yes! That one is huge. Okay, fish for pike, they say. And you will catch your perch, they say. That's crazy. That's a big perch, right there, on the pike gear. Berkeley Sick Flanker, 14 centimeter. Not too big for this beautiful long perch. It is not so fat, but it's long and it's dark, beautiful colors. Let's take a look how long she is, how many points this one will bring. Oh, beautiful perch. While fishing for pike in the polder. Let's see how long she is. This one is, this one away. This one is 44. 44. centimeter perch in the polder while pike fishing. Sometimes we're unlucky with missing bites and that kind of stuff. This time I was very lucky. So that means my card is full now. And now I'm in the polar fishing for pike. I got a pretty small pike, so that's the first upgrade that I'm after. Let's find a pike. Gestern Adrians großer Zander, heute ein 44er Barsch. Die Beifänge im Polder können sich wirklich sehen lassen. Simon holt sich 88 Punkte, macht die Karte voll, zieht an Henry vorbei und liegt nur noch ganz knapp hinter Sylvain, dessen Platz fürs Weiterkommen reichen würde. Er versucht jetzt den Hecht abzugraden, denn da hat er bisher lediglich einen 47er in der Wertung. Auch Henry braucht nach wie vor ganz dringend einen Pike.
Ein 63er Hecht würde Henry aktuell schon zum dritten Platz reichen, was unter anderem daran liegt, dass Sylvain nach seinem Topwater-Rapfen nichts mehr gefangen hat. Giant, 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 giant fish. He's gone. Puh. I even don't know why he didn't take it. He came so close. I was just waiting for the mouth to open, you know. It was under my feet. I was ready to strike. God. Bad for my heart. Just had a meter pike under my feet. He started to come to the lure, made big turbulence, and just under my feet, he stopped next to my twitch bait. So it was really close to take it. I was like, ah, one fish like that is enough to break the game, you know? But he didn't take it at the end, so we are still in trouble. We need to work hard. Okay, and we need to accelerate, not to slow down. Langsam. Is it how we say in German? Langsam. Yeah. Langsam. How do you say accelerate? What? The opposite of langsam. Schnell. Schnell. Okay. Yeah, sure. I knew it. Schnell. 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 Scheiße. Oh yeah. Oh no. That was a really nice bite. I can see the pike from here, but it came off 2-3 seconds after I set the hook. But I think it was not a big one, like 65 or something, but at least will give me a full card. So I will keep trying a few casts, because maybe he come back. It happened earlier. But there was a big chance for a full card, but yeah, that's fishing. Sometimes you lose a fish, you can't do anything about it. And that's the second bite now within, I think, an hour or so. We have still some fishing time left. So there must be at least one that will bite, I think. Let's go on, let's hope for that pike. Fish, fish, fish. Der ist besser. Schlank ist er, aber nicht der kleinste. Brutfischgröße, ne? Eigentlich noch größer als Brutfisch, aber an einem schweren Jigkopf, das mögen sie. Nummer 1 etwas vergrößert. Ich hoffe mal, dass es nicht der letzte war und dass da vielleicht noch einer nachkommt. Dirk kann seinen ersten Zander des Tages mit 56 cm landen und verbessert sich nochmal um 6,5 Punkte. Die können im Schlusssport Gold wert sein. We're moving on to the next spot. We fished here like an hour, got 2 bites, so that's not too bad, but in the end we want to catch a pike. And we go to a next spot pretty similar to this spot, so let's give it a try there. Den hier jetzt gelandet, du. Uiuiui, der bockt. Über die Steinpackung. Ein kleiner Zander. Der wird mir nicht weiterhelfen. Zack. Auf der Prallseite noch einen kleinen Zander. Ne, 48, 49 brauche ich. Das hat er auf gar keinen Fall. Werfen den gleich mal wieder zurück. Ja, ein kleiner Zander. Ich habe jetzt noch eine Buhne mir rausgesucht. Da hatten wir im Training einen ganz guten Fisch. Und da hat man es auch wirklich, ich war einmal mit dem Boot hier unterwegs, mit einem Kumpel. Und da hat man es auch wirklich schön drin liegen sehen, die Fische. Da wollte ich jetzt mal noch 10 Würfe machen. Der Fisch kam, nur nicht die Größe, die ich im Moment brauche.
Aber Hauptsache Fisch. Marc fischt mittlerweile von einer Buhne. Und auch Adrian, bei dem lange nicht viel passiert ist, hat sich nun wieder der Buhnenangelei am Fluss gewidmet. Fisch. Er braucht noch zwei Fische. Einer davon muss ein Barsch sein. Nächster kleiner Fisch gerade in der prallen Sonne. Ich glaube, der könnte sogar maßig sein. Den hauen wir jetzt mal auf die Messmatte. Ich glaube, zumindest ein Fisch für die Wertung. Er ist für die Wertung. Wieder 45. Zumindest mein dritter Zander in der Wertung, wieder ein 45er. Jetzt fehlt mir nur noch der Barsch. Hoffen wir mal, dass der noch kommt. Na bitte, der Fisch hat Maß und auch wenn es nur ein kleiner ist, er verändert Adrians Ausgangslage dramatisch. Dank seiner großen Fische am Vortag braucht er nun einen maßigen Barsch für Platz 3 und hat dafür noch fast anderthalb Stunden Zeit. Alle 6 Angler können mit einem einzigen Fisch die nächste Runde erreichen. Jeder Wurf kann jetzt entscheiden. Mann, ist das spannend. It's hard working that you're fishing. Normally I prefer boat fishing. I do that a lot, but it's very nice to do it the way around and fishing from the shore. But this is a very nice spot, at least because I can sit here, make a few casts. Also underneath the bridge, a small perch was following my lure, so there is a fish at least. Oh, I just saw a pike. He was attacking my lure. I feel the bite, but directly before I could set the hook, he came off. But at least again, some action. So we have some time left, but it was really close to a full card. But that's fishing. Wo sind die Barsche? Ich habe einen erneuten Platzwechsel vollzogen. Ich mache jetzt so ein bisschen. Ah, da war ein bisschen. Scheiße. Ich mache jetzt so ein bisschen Spot-Hopping. Ich versuche den kleinsten Fisch, den Hecht, rauszuwerfen, sei es mit einem Zander oder mit einem Barsch. Wo sind die Barsche? Ich habe hier meinen 50-plus-Barsch-Spot. Absolut sichere Nummer, aber leider steht da der Boss und lässt mich nicht drauf. Jetzt muss ich erst mal eine Buhne weitergehen. Ist halt so. Ah. Da werden wir jetzt die letzte Dreiviertelstunde, schätze ich, hier noch so ein paar Buhnen abfischen und gucken, ob wir hier irgendwie noch ein Upgrade fangen können. Zum Weiterkommen. Die Zeit vergeht wirklich wie am Schnürchen hier. Das ist Wahnsinn. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich in dieser Stunde vielleicht noch einen Fisch verbessern kann. Also Zander oder Barsch, Hecht glaube ich ehrlich gesagt nicht wirklich dran, aber alles ist ja möglich. Ich werde jetzt eine Stunde noch konsequent voll durchangeln und dann am Ende schauen, was bei rumkommt. Bitte die Daumen drücken. Bitte, bitte, bitte. So I switched location. On the previous pole there I caught one. Yeah, awesome perch of course. It's 88 points, that's really good for my list. I got a few followers of pikes, nice pikes. And I have the idea that somebody was there yesterday and caught a couple of nice pikes. Cheers, Mark. So I think it's time to find some new waters. Just close to the same spot, I found some new polder area. And we're gonna try and see if there's some pike in this one as well. We've got about one hour left to find a pike bigger than 47 centimeter. Should be doable. We badly need a big perch, big perch, big perch, big perch. Thank you.
Fisch. Fisch on. Small bugger. But that must be an upgrade. Maybe 10 centimeter. But that gives some good confidence. I just explained, we go to another place, not to fish the same waters as another one. And here's the result. Not a big one, but hey, this must be an improvement of my 47 centimeter pike. What do we have? 53. That's an upgrade of a couple of points. Maybe it's is needed, who knows. Let's release it quickly. Yes, there it goes. Awesome. Ich hab's euch gesagt, jeder Wurf kann entscheiden. Und dieser kleine Hecht bringt Simon vielleicht in die letzte Runde, denn er reicht aus, um Sylvain vom Platz 3 zu verdrängen. Doch noch ist die Messe hier nicht gelesen. Ein 63er Hecht für Henry, ein maßiger Barsch für Adrian und jede Verbesserung bei Sylvain würden Simon Platz 3 wieder verlieren lassen. Für alle außer Sylvain hat die letzte Stunde Wettkampfzeit angebrochen. Meine letzten Minuten laufen nun. Haben jetzt noch zwei, drei Spots. Ich will auch noch einen machen. Ich dürfte noch so 15 Minuten vielleicht haben. Ich bin jetzt gleich mal vor auf eine andere Bühne. Ich kann es schwer einschätzen. Ich habe eine ganz gute Punktzahl. Wir haben mal im Auto durchgerechnet. Müsste ein bisschen was über 470 Punkte sein. Das ist schon stark. Allerdings ist es auch eine sehr starke Gruppe. Es kamen gestern schon ein paar große Fische. Dirk fischt heute in seiner Wohlfühlzone und hat gestern schon gut gefangen. Hat auch nur noch einen Hecht gebraucht. Simon hat irgendwie nur noch Barsch gebraucht. Ich meine, er hat sie gefangen. Ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es reicht, um zumindest Dritter zu werden. Und hoffe, dass ich in der nächsten Runde wieder dabei bin und ein bisschen Spaß am Wasser haben kann. Jetzt kommt nochmal der CT-Shed Lem. Das sind 9 cm, dürften auch 18 Gramm Blei sein, Jig-Haken. Das ist jetzt zum einen dieses Überbleitefischen, aber zum anderen ist es auch mit dem Wind kaum noch möglich, leichter zu fischen. Es wäre ärgerlich, wenn ich jetzt diesen einen oder vielleicht zwei Bisse, vielleicht, die ich noch bekomme, wenn ich die verpassen würde. Deswegen fische ich jetzt weiterhin so schwer. We're on our way to the next spot. We're running out of time a little bit and still have no pike. Next spot will be a place quite similar to the location to where we were in the last hours. Wish me luck, drück mir die Daumen, and hope to catch a pike. Wait, yes. Oh no, that's a small pike. Oh shit. I thought it was a good perch. Unfortunately, it's not. Baby pike. Not the one we need. I think we have enough. Yes, we have 3 pikes, right? Baby pike, 45, something like that. No need to measure, right? Come and get your mama. Come and get your mama. Und das war sehr wahrscheinlich ein Barsch. Natürlich. Natürlich. Ich habe einen Biss gehabt. Ja, ich hatte gerade tatsächlich noch mal einen Biss. Ein leichter Anfasser. Es könnte ein Barsch gewesen sein. Sicher bin ich mir jetzt aber nicht. Aber die Zeit rennt. Ist das ärgerlich. Sylvains Hecht ist zu klein. Adrians Barsch bleibt nicht hängen. Simons dritter Platz ist aktuell auf ganz wackeligen Beinen, zumal Henry schon 3 Hechtbisse nicht verwerten konnte. We're standing here at the next spot. It's a typical Dutch scenery with a very old nice windmill. They use it to pump the water out of the polders into the canal, like we do now with electricity pumping station.
Many of them are burnt or broken off in the past, but this one is still here and it looks very nice. Okay, we will move around. Jetzt ist der Endspurt angebrochen. Der Tag ist definitiv nicht gut für mich verlaufen. Auch wenn ich diesen Hecht noch gefangen habe und gerade diesen einen Zander, aber dafür, dass es jetzt eigentlich die Zone ist, die ich ganz gut kenne, war das für mich irgendwo dann doch zu wenig. Aber ich werde trotzdem jetzt konsequent durchangeln, in der Hoffnung, dass ich noch vielleicht diesen einen Biss bekomme. Jetzt muss ich eigentlich schon fast hoffen, dass es bei den anderen auch nicht so gut gelaufen ist und dass es dann am Ende vielleicht doch noch für mich reicht. It's very close now. Yeah, it can happen literally in the last minutes. It happened before, but let's move on and do my best. That's the only thing I can do. And in the end, it's the pike who decides to bite or not to bite. So I can only hope a little bit. So, Freunde, letzter Wurf. Let's go. Das war's, Freunde. Zweiter Tag Gruppe B ist zu Ende. Ich habe heute verdammt lange gekämpft, um meinen Barsch noch zu kriegen und wurde belohnt. Habe noch zandermäßig was upgraden können, beziehungsweise einen kleinen Hecht rauswerfen. Ich bin zufrieden, muss ich sagen. Ich hatte zwei tolle Angeltage, wenn es auch schwierig war mit den Bedingungen, aber so ist es halt eben manchmal. Ich habe ein paar echt tolle Fische fangen können und kann nur hoffen, dass es gleich reicht und ich eine Runde weiter geschafft habe. Heute Abend gibt es für uns in der Gruppe B die Auswertung zwischen uns Sechsen. Ja, und dann wird sich zeigen, ob ich hier noch weiter in diesem super Turnier bleiben darf und noch mal angeln darf. Ich würde mich riesig freuen. Drückt mir bitte die Daumen, dass es für mich gereicht hat. I'm gonna head back to the headquarters and see what the rest did. In the end, I upgraded a couple of centimeters on my little pike. It's not much. We'll see if it's enough. At least I'm satisfied because I filled the cart and I got all three species, so that's cool. Thanks for watching and I hope to see you in the next round. Okay, it is what it is. I had two wonderful days. I got the bites. But in the end, they came off and had no pike. But on the other hand, I've five fish. The Zander in the morning was really, really nice today on the crankbait. And then the weird pike or perch as well. So we will see how far it will bring me. But I think the other guys will do better and kick me out of the top three. So, but we have to wait for tonight and then we hear the final standings. We will see. Thank you for watching. Thank you for supporting and maybe see you in the next round, but I don't think it. Marc, Dirk, Simon und Henry haben um Punkt 8 angefangen. Ihre Zeit ist abgelaufen. Während Henry ohne Hecht ausgeschieden und Marc dadurch sicher in der nächsten Runde ist, sind Dirk und vor allem Simon davon abhängig, was noch bei Adrian und Sylvain passiert. Adrian hat soeben seinen letzten Wurf gemacht und ich rufe nochmal in Erinnerung. Ihm reicht ein maßiger Barsch, um Simon zu überholen. So, packen wir's, ne? Fisch, Fisch, das ist Barsch. Das ist Barsch. Was habe ich gesagt? Hey! Abschlussfisch, gerade direkt vor mir in der Steinpackung, beim Hochkurbeln nochmal eingestiegen. Ich habe gehofft, dass es ein Barsch ist. Aber immerhin noch mal eine Verbesserung. Vielleicht hilft mir die ja, doch im Match zu bleiben.
geht er. Yeah. Ein klasse Fisch und auch eine Verbesserung, aber leider die falsche Fischart und damit nicht genug Punkte für Platz 3. Zwei harte Tage sind jetzt zu Ende, ich bin völlig fertig. Leider hat es mit meinem Lieblingsfisch, dem Barsch, nicht geklappt, trotz dass ich die Barschsocken gestern angehabt habe. Weiß ich nicht, warum mein Lieblingsfisch mir das Leben bei dem Wettkampf hier so schwer macht. War auf jeden Fall ein tolles, spannendes Wochenende. Vielen Dank an meinen Sponsor Diver, vielen Dank an hechtundbarsch.de. War ein tolles Event und ich bin mir ziemlich sicher, nächstes Jahr muss ich ein bisschen häufiger trainieren fahren, wenn ich denn noch mal teilnehmen darf. Und dann seht ihr mich vielleicht sogar im nächsten Jahr wieder. Tschüss von der Stelle. Adrian beendet die Gruppenphase als Fünfter. Dirk ist dadurch sicher in der nächsten Runde. Bleibt nur noch Sylvain, der Simon in die Suppe spucken und ihm den dritten Platz noch streitig machen kann. Nach einem starken Morgen konnte er seit einigen Stunden keine Verbesserung mehr erzielen, weshalb er für seine letzte Stunde nochmal einen neuen Spot angefahren hat und einen anderen Plan verfolgt. So we just arrived on my last spot, last chance to qualify, because with such small fish, I think I have not many chance to. So that the last, very last chance, last hour. But I know here we can catch in that murky water, we can catch Zander with chatterbaits. So that's really the target here. I think if I get like a 50 Zander, 55, it's an improvement. Der Plan klang gut, doch bisher ist er nicht aufgegangen. Bekommt Sylvain noch den alles entscheidenden Biss? Es bleiben 30 Minuten. Stay on, please, boom! Yes, that's what we need. Not big, but it would make a good improvement anyway. Got this one on the Sander Cricket, a chatterbait from Striking with a sleek shad as a trailer. Here is a beast, 56 centimeters of muscles. All good. Next one. Unglaublich. Tabellenletzter beim ersten Wurf heute Morgen, 30 Minuten später dann Erster, dann wieder runtergereicht auf Platz 4 und nun doch in den Qualifikationsrängen. Nach einem spannenden Drill lässt sich der Fisch in den Kescher buxieren und Sylvain holt genug Punkte, um Simon zu überholen. Wenn er keinen Fisch durch Vorfachbruch im Drill verliert, ist er in der nächsten Runde. I feel a little bit better. We need a 60 plus to change a pike. Would be good. So the small pike is 61. What size of Zander is equivalent to a 61? It's like 52? No, 50, even less. I think if I get like a 50 Zander, 55, it's an improvement. I would love to go the other side, but I think it's a too long drive. Step by step, but it's fucking hard and long. But we do it step by step until the last cast. Backlash written on me, caught robbing on a glass bowl. I've been balling. Free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right. I saw him biting, which is extremely rare for Zanders. Boom! Have you seen how much line I got out of the rod? Like 40 centimeters. I was about to lift it. I saw him coming, boom, taking it.
not big, but maybe a small improvement. He's not tired, you know? The fight was so short. That's a 56 again. Und noch ein Fisch für die Galerie. Den Fisch hätte es nicht mehr gebraucht, doch das kann Sylvain natürlich noch nicht wissen. Wenige Minuten später ist dann auch für ihn der Angeltag beendet. That's it. Did my best. I think we have a small average. So maybe a bit too small. That's still to determine. It also depends on what the others have caught. But, well, I've probably made more casts than them because we've been doing like power fishing the whole day, which is quite effective when you don't know the spots, not well. So we've done that. Full card, top water. Honestly, well, a bigger fish would have been welcome, but I couldn't expect more with the bad day I had yesterday. So let's see the result and see you soon. So it was close, it was very close between you guys. We start with the winner of this group. He needed one perch today and he made it. Mark, well done. The other guy also had a very strong result yesterday and needed one fish today and got it. Dirk, you finished second. Thank you. Good job. And then for the third, it was a really, really close race. The position changed very often and at the end, it's our French guest, Sylvain Legendre. Das war die Gruppe B. Marc Paczkowski und Sylvain Legendre ziehen als Erster und Dritter in die Gruppe 1 der Zwischenrunde ein und treffen dort somit auf Jan Pusch und Toon van Ham. Dirk Ostrowski qualifiziert sich mit dem zweiten Platz für die Gruppe 2 und wird dort unter anderem gegen Veit Wilde fischen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns doch ein Like und einen Kommentar da. Außerdem freuen wir uns immer über Käufe im Onlineshop, vor allem in der YPC-Kategorie. Aber auch, wenn ihr im YPC gezeigte Produkte oder LMAB-Produkte im Fachhandel kauft, hilft uns das weiter. Vielen Dank! Wir sehen uns in Gruppe C.